Osnakamatachi. Heute gibt's Runde 2 vom Oktoberfest. Mal ein bisschen andere Sachen probieren, anderes Bier, andere Läden, anderes Essen probieren. Und ja, fängt schon mal geil mit dem Plakat hier an, mit den ganzen Jolahihu. Und ich würde sagen, los geht's! Genki Dama! So! 今入り口に来ました。入りましょうか。入りましょう。中ちょっと見てみる。さっきなんか音楽がやっててすごい盛り上がってた。今終わったみたい。おお。Hier riecht schon sehr geil nach Essen. Nach irgendeiner geilen Currywurst. ここサウナだよ。でもやばい、いい匂いがする。いい匂いがする。私ちょっとさ、ドイツの料理じゃないけど気になるの見つけちゃった。セイキューウンポテイト。あー、hier gibt's ja wieder sehr anderes Essen als zum letzten Mal. Steak und Kartoffeln und so weiter. Ja, wir schauen mal durch, was es so gibt und probieren heute mal was anderes als zum letzten Mal. Und ja, schauen, wie das dann so schmeckt. Heute, ich muss sagen, letzten Tage vom Oktoberfest und heute ist es voller als beim letzten Mal. Wobei heute eigentlich keine Schlange draußen war, unfassbar. お店見ていきましょうか。Ja, いいよ。なんか知ってるお店はこれ。あ、これカーメリテン。これはなんか見たことある気がする。カーメリテン、kennt das jemand? Ich hab's noch nie gehört. 違う？あれ見たことあると思ったんだけど、違うかな。あと見たことあるのはあれ、ここに。Ludwig, ah, König.ダイナスクリルートビヒは見たことある。なんかあの鳩の模様はミュンセンの模様。あ、はい、シロスプラワーアイ。あ、でも日本初上陸って書いてあります。私あの多分バイスビアがいい。バイスビア。え、しょうもまずかつてつもHier gibt es wieder 20.000 verschiedene Würste. Chicken Nuggets, Alter. Ich würde mich nicht wundern, wenn es hier Fischstäbchen gibt. Irgendeine geile Würste mit Käsesoße, eine Brezel. Und das sehr viel Wein, Fruchtwein gibt es auch noch. Also unfassbar, sehr viel Fruchtwein verfügbar. So, wir schauen erstmal draußen und wir haben ja, guck mal, einen geilen Klamottenladen. Klamotten, da gibt's dieses... Dabei. Yokohama Oktoberfest T-Shirts. Wer will eins? No beer, no life. Ich glaube, da haben wir einen Hauptgewinn. No beer, no life. Ja, Akachan Bier. Akachan, ah, wirklich? Da gibt es sogar so einen Strampler für Babys mit Bier drauf. Wie geil ist das, ey? Ich spreche weg. Oh, guck mal. Also hier auch, also geiler Aufbau, Oktoberfest. Yokohama mit Riesenbier, richtig geil. Haben wir letztes Mal gar nicht so gesehen, aber gefällt mir sehr gut. Sehr, sehr geil. Also ich muss sagen, draußen ist deutlich angenehmer, drin was. Heute ist sau heiß, heute ist der, wir haben Mitte Oktober, es sind 25 Grad heute, also gebt euch das mal, 25 Grad im Oktober. Und hier draußen ist halt mega, mega angenehm, einfach weil ein schöner Wind weht. Schön am Meer, aber drinnen, Junge, 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 da ist echt heiß wie Sauna. Deswegen draußen eigentlich, ja, angenehmer auf jeden Fall. Noch hier? Nikaime. Nikaime wa, immer mal, ja. Senkai yori konde du, na? Wakanna, onaji kurai konde du, kero, nanka, kyo no hau ga kimochii kamo, tenki. Ja, das Wetter ist halt heute besser und, also besser, heißer auf jeden Fall. Aber der Wind ist gerade schon angenehm. So, ja, wir schauen jetzt mal, was es so geiles Essen gibt, was wir letztes Mal nicht hatten. Ne? Und wir gucken auch beim anderen Bier diesmal. Und ja, gucken wir mal rum. Ja, das Lustige ist, also hier die Bierkrüge sehen ganz, ganz, ganz unterschiedlich aus. Da vorne, die Frau hat so lustige Bierkrüge. In der Hand. Ja, Motteru. Also diese Frau hatte diese lustige Bierkrüge in der Hand und die wollen wir auch haben. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, aber es ist ein bisschen aus wie so ein Trichter. Und die suchen wir jetzt mal. Ja, ich habe sie gefunden. Da haben wir sie gefunden. Asuko. Asuko, ah, da. Laikaim. Ich weiß nicht, sagt mir nichts, aber die Gläser sehen mega lustig aus.
Ich glaube, das stellen wir uns mal jetzt an. Ich habe hier zwei Hanteln mit 500 Gramm. Und zwar Côte d'Ivoire Landbier. Landobier, hat sie mit der Kita. Das hier ist Landbier. Guckt euch mal die geilen Gläser an, Alter. Das ist einfach Hanteln. Du kannst hier Muskeltraining machen und dazu Bier trinken. Ist das nicht geisteskrank? Und wir haben hier ein Landbier, habe ich zum ersten Mal gehört tatsächlich. Sah aber sehr lecker aus. Und hier ein Weizenbier. Habt ihr schon mal solche Gläser gesehen? Ich nicht. Ich finde die aber optisch pervers geil. Also optisch, gerade vorhin gesehen, dachte ich, die muss ich haben. 500 Milliliter. Ich habe die Kurische Meister. Wo ist denn nicht Jakob Kakata? Wow, Deposit. So das. Demo Sengok Jakuen. Also ein halbes Liter Bier kostet 1600 Yen. Ich habe mich am Anfang erschreckt, weil die 5200 Yen von mir wollte. Und ich dachte, what the fuck? Was hat die mir da jetzt für eine Scheiße angedreht? Und dann habe ich realisiert, dass es ja Pfand gibt. Das heißt, ja, war ganz viel Pfand dabei, gibt man nachher zurück und dann haben beide Bier insgesamt 3.200 Yen gekostet. So, also, erste Mal Landbier, erste Mal geile Hantelgläser. Kanpai! Prost! Prost! Prost. Okay. Das ist immer noch eine Mädel. Weizen, nonna koto aru. Ah. Natashi kochi ga suki. Honto, ja kochi ni suru. Also ich muss Landbier hajimete. Also ich weiß nicht, kennt ihr dieses Landbier? Laikheim, habe ich auch noch nie gehört, aber demo kochi no gras wa saiko. Nomi ya suru. Also kore nanka kakkoi. Hoshi. Ie ni. Ich muss sagen, das ist das geilste Glas ever. Wenn du das so trinkst, also das klingt jetzt vielleicht komisch, aber du fühlst dich einfach mächtig. Weil du das Ding so richtig in deiner Hand hast, wie so eine geile Hand, richtig zudrücken kannst und dann einfach wie so ein Wikinger das Bier wegschlotzen kannst. Ryote ni, ryote ni. Oh, das ist schon geil. Kore, kono glas ga oishii. Kono glas wa mechcha ii. Ja, kono mama kai totte motte kaeru. Ja, ganz ehrlich, kabun yasui na. Sono ba yasui kabu. そう、じゃあ料理は何食べよう。ちなみに今が1時9分で、次の音楽は2時半。ああ、2時半、1時半後、1時間半後。selber machen。Kiss, kiss, kuss auf dem Oktoberfest。日本では犯罪ですか？Oh-oh. いっぱい飲んだら大変になる飲み方。Ah, 確かに。どうやって？ Also ich muss gerade sagen, ich habe gerade festgestellt, umso leerer das Bier wird, umso schwerer wird das Trinken, weil es hier unten blubbert, wenn du es hochhebst. Und das ist schon sehr, sehr komisch. 確かに最初はいいと思ったけど、今ここまで来たら空気が入ってブーブーブーってなる。そうです。飲みづらくなるね。Also, also es ist halt echt komisch zum Trinken, wenn du mehr trinkst, aber es macht Spaß und ganz ehrlich, wie gesagt, einfach dieser Griff, Alter, ganz ehrlich, du fühlst dich so mächtig wie noch nie. Mita kotonai, doitsu de. Also ich weiß nicht, ich war nie auf dem Oktoberfest, ni itta kotonai kara yoku wakaranai kero mita kotonai. Falls es auf dem Oktoberfest gibt in Deutschland, würde mich brennend interessieren. Ich war nie auf dem Oktoberfest in Deutschland. Aber ich finde die Gläser pervers geil, hab die in Deutschland nie gesehen. Auch in Japan zum ersten Mal jetzt, aber ich finde die mega, mega lustig. Hier steht halt das Laikheim drauf, deswegen kann es schon sein, dass es ja auch in Deutschland gibt, von der Firma halt besonders. Oh. Ja, da hat sie wieder Bilder gemacht. Ayakata, ne? Mio. Ja, das ist das Raclette Sausage mit Pommes und ganz ehrlich, auch wenn die klein sind, aber sehen pervers lecker aus mit dem Käse. Käse? Chichai, kero, oishiso. Ja, ja, die sind schön futoi, ne? Ja, also wir haben jetzt diesen Raclette. Guckt euch mal hier das Bild hierzu.
Das sah schon deutlich größer aus hier. Für 1700 Yen haben wir das bekommen. Sieht aber... Oh, ich hieß so. Foodporn. Die Potatoes sind weniger, glaube ich, aber generell... Mit Cheese noch in die Äußere. Ja. Ja, euch ist so. Sieht sehr, sehr lecker aus. Das testen wir jetzt mal. Wir testen. Oh, ich nicht. Ich habe ihn noch nicht. Ich habe ihn nicht. Also, der Geruch ist halt echt mega, mega nice. Ja, stell dich da, was für Würste es sind. Und die sind so klein, Alter. Keine Ahnung. Sind aus wie Hobbit-Würste. Das testen wir jetzt einfach mal. ソーセージを箸でいただく。持って。いただきます。いや。わ。このちびころちゃんいただく。何このミジカイコロコロ。短いコロ。食べて。一緒に食べよう。オッケー、ちょっと待って。じゃあ乾杯。乾杯。いただきます。うん。わお。 すごい美味しい。やばい美味しい。エリキンウバトリーマウスジョースですね。ヘフティシュレカー。やばい、なんかジュース、肉ジュース。肉の汁が飛び出してきた、食べた瞬間。エリ、すんそばすほん。日本で食べたことあるソーセージの中、一番美味しい。うん、すごい太くて噛んだ瞬間。やばい。肉汁がじわ。あ、そう、いさすかんせいで、あ、ウェンディス、ルーキス、リーチ、ディ、ヴィンスリングスイン。 Aber die sind heftig lecker, richtig, richtig, richtig lecker. Das sind, glaube ich, die leckersten Würste, die ich in Japan gegessen habe. Auch aus dem Grund, du beißt da rein und dann kommt der ganze Fleischsaft da raus, gejumpt, gesprungen. Das ist richtig, richtig lecker. Und der Fondue Raclette-Käse ist mega, mega lecker. Kore wa saiko, ne? Ah, oishii. Na, die Potato, na. Hier, die. Ich muss sagen, die Pommes schmecken nicht so geil, da fehlt der Salz komplett und die knacken nicht so geil, aber ja. Ja, so eine Art Gasol. Ja, so schmecken die auch. Demo, man. Jakobi, ciao. Jetzt kommt so eine andere. Ist das ein Nürnberger? Nürnberger kann man schon. Ja, die ist auch super lecker. Die ist richtig. Wow. Da kommt der Geschmack richtig raus. Ich glaube, das ist ein Original aus Deutschland. Oder ja, bei euch hier. Deutsche Kanjiro. Also ich muss sagen, die Würste sind richtig lecker, weil die schmecken so richtig saftig, so richtig. Und hier schmecken auch die Kräuter und so weiter raus. Ich glaube, das sind Nürnberger. Die sind super, super lecker. Muss ich sagen, die Würste, auch wenn sie klein sind, aber die sind bis jetzt echt ein Highlight. これ da, ne? So, das. Hm. Ja, bei euch. Cheese-Sauce. Es ist halt wirklich schön saftig, also wirklich richtig saftig. Die anderen Würste schmecken zwar auch so, haben einen Geschmack, aber der ist halt oft nicht so stark. Aber die kommen komplett so. Ganz viel Deutsch. Ganz viel Deutsch. Bier muss man warten, Kita. Ich muss sagen, auch wenn es heute das erste Bier ist, aber ich merke es schon irgendwie. Letztes Mal haben sie wohl mich reingelegt, die Schweine. Aber das ist. Ich fühle es schon ein bisschen. Tashimo. Du hast gesagt, Leviosa. Wer ist das? Wer ist das? Leviosa. Ich keine Ahnung. Also ich muss sagen, die Würste auf dem Oktoberfest, also diese hier, die schmecken echt sehr, sehr gut. Das sind, kann man sich auf jeden Fall gönnen. Aber mich hat die Größe ein bisschen überrascht am Anfang.
weil die auf dem Bild größer aussehen. 写真はいつもずるい。それは分かってるもん。写真は嘘なのよ。嘘。それは分かってる。でも、インスタグラムと同じフィルター使ってる。 Die Würstchen, die Schweine haben Filter benutzt. Oh, Riku ga ima kaette kimashita. Te ni wa aispan o motte iru desu. Motte iru desu. Eis Ashi. Wir haben Eisbein und Sauerkraut und eine Brezel. Wow, danke. Atsui. Dabei Atsui. Atsui. Eisbein ist Eis,じゃないじゃん. Also Eisbein ist anscheinend so heiß, hat sie gerade gemeint. Brezel, Sio Brezel. Wie schön warm. Nein. Aber der Salz nicht. Also man kann es so stellen. Also die ist ein bisschen sehr, sehr trocken. Die Konsistenz ist sehr, sehr gut, aber der Geschmack, da fehlt was. Da fehlt leider was. Aber ja, wir haben jetzt für das Eisbein und die Brezel zusammen 1900 Yen bezahlt. Für beides zusammen. Das Eisbein 1300, glaube ich. Hallo, bitte. Hat Eisbein de gozaimasu. Jaaaan. Das ist doch gut, Anishi. Ich habe das erste Mal gegessen. Ich habe das erste Mal gegessen. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich schon mal Eisbein gegessen habe. Aber testen wir es einfach mal. Das Sauerkraut oder nur was? Von einer. Also das Sauerkraut, ganz ehrlich, das ist eine Enttäuschung, weil es schon hier so wenig ist. Das ist doch eine Menge für Kinder, die Scheiße gebaut haben als Strafe. Akachan-Size. Das ist Binde gekauft. So wie Joko Deutsch. Oishii. 意外と酸っぱくない。本当？弱い。やばい匂いがする。酢の匂いがすごいするね。意外と強くない。Ja, also es schmeckt schon gut. Also wie Sauerkraut halt, je nachdem, ob man Sauerkraut mag oder nicht. Aber es ist halt jetzt nicht stark vom Geschmack. Es ist ein bisschen angenehmer zum Essen, denke ich mal. Ist halt, wie gesagt, die Menge ist halt ein Witz, aber ganz ehrlich, das ist schon irgendwie dreist. めっちゃ美味しいぞ、これ。食べてほしい。ね。おお、色はすごい美味しそう。わ、肉が美味しそう。どう見せたらいいかな。どう見せたらいいかな。色が合わない。あ、今。やっぱ違うもんさ。え、色がすごい美味しそう。ああ。意外と味が薄い。 本当? あれだ! チャーシュー! ラーメンのチャーシュー! ああ! 似てる! 美味しい! 柔らかいです、すごい! 木、ナイフで切れるなら柔らかいな! うん。いつも食べてほしい! な、食べたことある? Okay. Okay, ich hab schon mal Eisbein gegessen. Also, ich habe schon mal Eisbein gegessen. Der Geschmack kam mir sehr bekannt vor. Es schmeckt, es ist schön weich. Das Fleisch ist, hat einen guten Darpunkt und alles, aber der Geschmack fehlt irgendwie. Ja, ich muss halt sagen, da fehlt der Geschmack irgendwie. Aber. Ja, das ist. Der Geschmack ist einfach zu wenig irgendwie. Das Konsistenz und alles mega, mega gut. Aber der Geschmack, wie gesagt, der ist echt zu schwach. Also, da fehlt irgendwie was. Sehr lecker, aber. Sehr lecker, genau. Chashu. Ja, wenn man mit irgendwas zusammen isst, also Ramen oder so, der ist, glaube ich, schon mega lecker, aber so fehlt irgendwas. Zusammen Ja.
Ihr könnt es ja gerade mal hier so sehen, das zerfällt wie Butter. Das ist echt mega, mega angenehm gemacht. An sich schon eine gute Überraschung. Hätte ich nicht erwartet, dass es hier so besonders ist. Aber wie gesagt, der Geschmack dazu, der fehlt einfach. Auf dem Oktoberfest einfach die gleiche Band ist, die Backstreet Opas, und die sind mega, mega beliebt irgendwie, kommen jedes Jahr hierher, und ja, unfassbare Geschichte irgendwie. Jetzt gehen sie ab, jetzt gehen sie ab! Backstreet Opas, ich bin Kind von euch. Ja, wir haben jetzt fertig gegessen, wir sind draußen, die Musik läuft immer noch. Obarimashita, ne? Es war komplett anders als beim letzten Mal, komplett anderes Feeling, einfach dieses Hochbräuhaus war komplett immer abgesondert. Aber auch heute ein geiler Tag, vor allem das Essen nochmal zu probieren und das andere Bier mit der Hantelglas, mit dem Hantelglas. Ich habe mich am Ende voll gekleckert, weil das Glas so scheiße ist und trinken ist am Ende. Aber war mega spaßig, hat Spaß gemacht, und das Oktoberfest ist jetzt dann leider zu Ende. Ist jetzt die letzten Tage, wie gesagt, und ja. Tanoshii? Watashi daisuki da yo. Watashi daisuki. Tanoshii? Tanoshii. Okay. Das wär's jetzt mit dem Video. Es ist immer noch übertrieben voll, sogar voller als vorhin. Und falls, schreibt mir unbedingt auch eure Meinung zum Oktoberfest in die Kommentare, wie oft ihr geht, was ihr am liebsten esst. Und das wär's jetzt mit dem Video. Falls ihr liked da, bitte den Kanal abonnieren. Schön, wenn ihr mega für Niki werden würdet. Und dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye.